Die Art und Weise, wie das Gift des Nagidos Körper betreten könnte. Die Antwort ist auf der Warnungsetikette geschrieben. Ich sollte vorsichtig nachdenken und mich daran versuchen zu erinnern. Dafür brauche ich einen Lock. Okay. Gut. Logic Dive, start. Freudig, wenn das ja die letzte Klassenverhandlung ist, dann könnte das dein letzter Logic Dive sein. Ich glaube noch nicht dran, dass das die letzte Klassenverhandlung ist. So, welchem Zustand war das Gift, als es Nagito getroffen hat? Und das ist Gas für mich. Man kann aber auch sagen, in welchem Bundesstaat war es, und da war es definitiv Alabama. Ach so, ja, natürlich. Das, die Antwort war einfach nicht zur Verfügung. Irgendwie ist das Logic Dive ein bisschen einfacher. Dieses Logic Dive hat auch nicht so viele Fragen. Was? Es hat nicht so viele Fragen? Nur zwei oder Es hat nur was? zwei. Es gibt nur zwei Fragen zu dem Thema. Man könnte noch fragen, Kommt wie jetzt sie die nächste geschmackt hat. Frage? Ja, wie sind die Körper gekommen? Durch die Nase oder was? Perfekt, ey. Wow. Stimmt, du hast recht, da sind nur zwei Fragen. Ich sehe es links oben. Wie ist das Gift in den Körper? Was könnte wohl die Antwort darauf sein? Ich habe keine Ahnung. Es ist so schwierig. Oh verdammt, ich bin versehentlich auf den blauen Weg gegangen, ohne drüber nachzulesen. Oh, es war richtig. Was für ein Zufall. Seriously. Also, das war das erste Mal, dass du was richtig hattest, bevor du wusstest, was die Frage ist. Ist halt einfach so. Das war aber Ja, offensichtlich, deswegen finde ich diese Logic Dives teilweise. Ich meine, ich mag das Minispiel, aber ich finde es einfach dämlich, dass du darüber sowas nachdenken musst. Was, wenn er statt es zu trinken, das Gift zu trinken, es einfach eingeatmet hat? Eingeatmet? Es ist geschrieben auf der Giftwarnplakette. Das verzauberte, die verzauberte Flüssigkeit ist hochpotent und hat sofort die Auswirkungen. Also vorsichtig behandeln. Ich habe vergessen, was Volatility war. Auch wenn die Dosierung. Dosierung. Okay, wenn die Dosierung gering ist, ist diese Flüssigkeit hochgefährlich, wenn sie verdampft. Ja. Dangerous when vaporized. In other words, breathing in the gas is fatal. Gefährlich, wenn sie verdampft. Mit anderen Worten, das Gas einzuatmen ist fatal. Poison gas. Then all he had to do was breathe it in through his nose. Giftgas? Dann alles, was er hätte tun müssen, ist das Einatmen durch seine Nase. Er hat das giftige Gas innerhalb des Warenhauses eingeatmet. Aber wenn giftiges Gas durch das komplette Warenhaus gezogen ist, warum hat es uns dann nicht getötet? Der Grund, warum es uns nicht getötet hat, warum wir nicht das giftige Gas eingeatmet haben, ich denke, es sollte mir möglich sein, dieses Mysterium zu erklären. Wegen dem Monokuma-Merch, ist doch offensichtlich. Der hat das einfach weggeekelt. Die Sprinkler im Warenhaus. Dank ihnen haben wir nicht das giftige Gas eingeatmet.
poison gas disappeared because of the sprinklers? It wasn't the fire? Das Giftgas ist wegen den Sprinklern verschwunden, nicht wegen dem Feuer? Well, this was also written on the poison's warning label. Nun, das war auch auf dem Etikett des Gifts geschrieben. Im gasförmigen Zustand ist es schwerer als Luft und es zerfällt innerhalb von wenigen Minuten, wenn es sich im Wasser auflöst. Also ist es möglich, dass man damit jemanden vergiften kann, zu Tode vergiften kann, ohne größere Schwierigkeiten. Of course, Hydrolysis. Natürlich, Wasserlöslichkeit. The chemical bonds that form the poison were broken down by the water from the sprinklers. Die chemikalischen Bindungen, die sich in dem Gift geformt haben, sind auseinandergefallen, als es von dem Wasser des Sprinklers berührt wurde. Also, the poison is apparently denser than air, so it probably didn't affect us because we were standing. Zudem hat das Gift anscheinend eine höhere Dichte als die Luft. Also hätte es uns wahrscheinlich auch nicht irgendwie. Also hätte es uns wahrscheinlich auch irgendwie nicht beeinträchtigt, weil wir gestanden haben. Aber Nakito hat auf dem Boden gelegen, also muss er eine Menge eingeatmet haben, hä? If it meets the requirements that well, maybe it's not just a possibility anymore. Wenn es die Bedingungen so gut trifft, dann ist es vielleicht nicht nur noch eine Möglichkeit. The true cause of Nagitos death was poisoning. Ja, der wahre Grund für Nagitos Tod war Vergiftung. The wounds on his body, the spear in his stomach, it was all to keep us from learning the truth. Die Wunde in seinem Körper, der Speer in seinem Bauch, es war alles, um uns davon abzuhalten, die Wahrheit zu lehren. So what? Also was? Huh? Hä? We figured out that Nagito died from poison, but so what? Wir haben herausgefunden, dass Nagito durch Gift gestorben ist, aber was jetzt? In the end, it doesn't change the fact that he committed suicide, right? Then enough already. Am Ende beeinflusst es doch nicht den Fakt, dass er Suizid begangen hat. Also, es ist doch jetzt endlich genug. Nagito inhaled the poison he prepared and died. Yeah, that still sounds like a suicide. Nagito hat das Gift eingeatmet, was er vorbereitet hat, und ist gestorben. Ja. Ich denke, das zählt immer noch dazu, als Selbstmord. We've also determined the true cause of death. Nun, damit haben wir jetzt ein klares Bild. Wir haben auch schon die Todesursache bestimmt. Ja, es gibt nur noch immer ein Problem. Wie hat er das Gift denn überhaupt rausgelassen, Leute? Das ist das Problem. All the mysteries should be solved now. We should get on with the voting time, right? Okay, damit sind jetzt alle Mysterien gelöst. Wir sollten jetzt endlich mit der Abstimmungszeit fortfahren. Well, naja, aber... What? There's still more? Da ist immer noch mehr. Ich meine, nicht alle Mysterien wurden bis jetzt gelöst. Am Ende, Nagitos Motiv ist immer noch unklar. Hat er Selbstmord begangen, nur damit er jeden von uns töten konnte? War das wirklich sein Motiv? Ist das wirklich okay? Hey, what happened? There's no reason to wonder about that stuff anymore, you know. Hey, was ist passiert? Es gibt doch keinen Grund, warum wir uns über so ein Zeug noch wundern sollten, weißt du? Nagitos Motiv, Nagitos Verheerung. Ist das wirklich okay? Können wir es wirklich hier beenden? Nein, das kann nicht sein. Es gab vielleicht einen Komplizen. Hä? Chiaki, what did you just say? Chiaki, was hast du gerade gesagt? Nagito committed suicide by inhaling poison that he brought. Wenn Nagito Suizid begangen hat, indem er das Gift, was er mitgebracht hat, eingeatmet hat. Then why wasn't there anything that looked like poison at the crime scene?
Warum gab's da nichts, was wie Gift aussah am Tatort? Anything that looked like poison? Irgendwas, was wie Gift aussah? Nagito brought poison to the warehouse. It's strange that we couldn't find it there. Wenn Nagito Gift zum Warenhaus gebracht hat, dann ist es komisch, dass wir keines dort finden konnten. Wenn Nagito wirklich Gift zum Warenhaus gebracht hat, dann ist die Sache, die wir zurückgelassen haben, ist Meat on the Bone. Meat on the Bone. Der Akane. Redest du über einen Behälter, in dem das Gift drinne war? Ja, wenn Nagito ihn mitgebracht hat, dann ist doch komisch, dass wir nirgendwo das Behältnis finden konnten, richtig? Du kannst Gift nicht einfach mit dir rumtragen, indem es, wenn du es nicht in einem Behältnis hast? Ja, das war ebenfalls an der Warnplakette. Nochmal Rückblick auf die Warnplakette. Halte dieses Gift sicher, indem du es an einem kühlen Ort behältst und in einem Glas- oder Plastikcontainer Behälter und entfernt von Sonnenlicht. Das Behältnis ist vermutlich im Feuer geschmolzen. It's probably plastic or glass, right? There's no way it completely incinerate. Es ist wahrscheinlich Plastik oder Glas, richtig? Es ist unmöglich, dass es komplett verbrennen würde. Even the plastic fragments of the fire grenades we used to put out the fire didn't completely burn up, you know? Sogar die Plastikfragmente der Feuergranaten, die wir benutzt haben, um das Feuer auszulöschen, sind nicht komplett verbrannt, weißt du? Schön, dass du jetzt auf diese ansprichst. Then, does that mean someone got rid of the container? Dann bedeutet das, jemand hat den Container, den Behälter entsorgt? Also das ist es der Grund, warum du einen Komplizen erwähnt hast. Das ist unmöglich. Ich meine, ein Komplize, das ist einfach zu... Halt, bedeutet das jetzt wirklich so viel? Ich meine, selbst wenn er einen Komplizen hatte, verändert das nichts an dem Fakt, dass Nagito Suizid begangen hat. Someone might have accidentally took it away from the crime scene. Du hast recht, vielleicht hat es jemand ja aus Versehen vom Tatort weggenommen. Ah, du hast recht. Du hast total recht. Das muss es sein. Isn't it okay to close this case yet? I'm not in the mood for unexpected twists. Okay, ist es okay, wenn wir jetzt endlich den Fall abschließen? Ich bin gerade nicht in der Stimmung für unerwartete Plot Twists. Ich möchte niemanden verletzen. Ich möchte niemanden verletzen. Abgesehen. Ich möchte niemanden mehr verletzen, indem ich andere verletze. Jeder ist erschöpft, sich gegenseitig zu verdächtigen. Ich fühle mich ja genauso. Und das ist warum... Weil... Weil ich einfach mitgehen möchte. Warum ich ihm einfach mitgehen möchte, damit das es halt Nagitos Selbstmord ist. Aber wenn ich das tue... Da muss hier niemand verletzt werden, aber es ist nicht richtig. Ich habe das Gefühl, Nagito sieht durch uns hindurch. Indem wir es Nagitos Selbstmord nennen, versuchen wir einfach den leichten Weg rauszunehmen und uns nicht selbst zu verletzen. Aber wenn Nagito hier right now, he'd probably be sneering at us. Aber wenn Nagito jetzt hier wäre, würde er uns wahrscheinlich rügen. He'd probably say something like, so that's the extent of your hopes. Er würde wahrscheinlich irgendwas sagen wie, also das ist die das
Reichweite. Ja, das ist das weiteste, ja, die Grenze eurer Hoffnung. So Nagitos Ghost is whispering to you, huh? Also flüstert der Nagitos Geist zu, huh? The power of friendship bursts beyond death, huh? A fiery outcome like this is right out of a teen manga. Die Kraft der Freundschaft strömt sogar noch nach dem Tod. Ha? Ein feuriges Ergebnis wie dieses. Das könnte ja fast aus einem Teen-Manga sein. Still, that's pretty messed up. Trotzdem, das ist immer noch ziemlich verrückt. Shut up. You just be quiet. Halt's Maul, sei einfach ruhig. I get what you're saying, but in the end, the reason he died is still the same as before. Right? Ich verstehe, was du sagst, aber am Ende ist der Grund, warum er noch gestorben ist, immer noch derselbe wie vorher, richtig? Even if we solve this mystery, the conclusion won't change at all. Selbst wenn wir dieses Mysterium aufklären, das Endergebnis wird sich überhaupt nicht ändern. I mean, it'd be a suicide regardless, right? Ich meine, es wäre doch trotzdem ein Suizid, richtig? Even if there really was an accomplice, is there any reason we should take the time to figure out who it is? Selbst wenn dort ein Komplize ist, gibt es irgendeinen Grund, warum wir herausfinden sollten, wer es ist? Like Fuyuhiko said earlier, it is possible that somebody accidentally removed the poison from the crime scene. Wie Fuyuhiko schon vorher sagte, es ist möglich, dass vielleicht jemand versehentlich das Gift von dem Tatort entfernt hat. But I just can't imagine ending this by turning our backs on the truth. Aber ich kann einfach mir nicht vorstellen, das hier zu beenden, indem wir uns der Wahrheit verschließen. It's fine, okay? There are some things we're better off not knowing. Ist schon okay. Es gibt Dinge, die sind einfach besser, wenn man sie nicht weiß. And we probably just didn't notice it. Like maybe the container was hiding with the fire grenade fragments. Und wahrscheinlich ist es irgendwas, was wir einfach nicht bemerkt haben, wie vielleicht, dass der Behälter versteckt war mit den Feuergranatenüberresten. Was ist das für ein Gefühl gerade? Auch wenn es nur kurz war. Ich hatte gerade einen starken Geistesblitz, der durch meinen Kopf lief. Vielleicht, was gerade Akane gesagt hat, könnte ein neuer Hinweis sein. Von hier. Es ist unglaublich, dass Akane in diesem Fall MVP ist. Das kann ja wohl nicht sein. Von hier. Nee, Chiaki ist MVP. Ja, die auch. Aber Akane hat tatsächlich schon zwei oder dreimal was Kluges gesagt. Wie ist das möglich? Ich meine, abgesehen davon, dass sie unbedingt von den Schwänzen der Männer reden möchte. Ich glaube, das ist einfach so der Ausgleich dafür. Von hier ist es mir vielleicht möglich, die Antwort zu erreichen. Die Art und Weise, wie Nagito das Gift hergebracht hat, was bedeutet, die Sache, die er benutzt hat als Behälter, war Hangman Gambit. Ja, das sollte easy sein. Lass es nicht wieder so eskalieren wie beim letzten Mal. Das ist, okay? Das ist schlimm. Boah, hast du das gesehen? Das war voll unfair. Das sind ja Arschlöcher. Alter! Einfach schon wieder! Ich lösche jetzt erstmal die Dinger. Ich brauche ein R. Alter! Danke. Ach ja, jetzt kommen sie an, gell? Grenade, gell? Oh. Ach komm.
Das ist halt echt Betrug. Müssen wir es halt so machen. Ich kann dann wenigstens die wegschießen. Ey, pass auf! Du hast nur noch die Hälfte deinem Leben. Ja, ich brauch nur noch einen Buchstaben. Die Fire Grenade mit auch wieder einer unfairen Runde, Hangman's Gambit. Ja. Das war noch mehr Betrug als vorher. Nee, das vorher war viel mehr Betrug. Die sind einfach immer schneller geworden. So. Ich verstehe, ich hab's. Die Feuergranaten. Nagito hat das Gift in eine der Feuergranatbehälter gemacht und sie zum Warenhaus gebracht. Was? Er hat eine der Feuergranatenkanister benutzt? Ja, der Behälter mit dem Gift war nicht in Geheimen irgendwie von jemandem weggenommen worden. Stattdessen war es in einem Behälter, der nicht weggenommen werden musste. Also nicht von Anfang an nicht weggenommen werden musste. Solange er das Gift in denselben Behälter gepackt hat, der auch zum Warenhaus gebracht wurde. It can be hidden with the other fire grenades we used, so there's no need to dispose of the container later. Kann es versteckt sein in den anderen Feuergranaten, die wir genutzt haben, so dass es keinen Grund gibt, den Behälter später wegzubringen. Wie wäre es denn einfach damit, dass er nicht sich selbst vergiftet hat? Dieser Bastard, er hat komplett gewusst, dass wir diese Feuergranaten werfen würden. Was bedeutet, hat Nagito die Inhalte der Feuergranaten verändert? Ja, das muss es sein. Als ich das erste Mal diese Feuergranaten entdeckt habe, habe ich versucht, sie ein bisschen zu studieren, aber der Kanister war komplett versiegelt durch eine Ebene von Aluminium unten drunter. Er musste doch einfach nur dieses Siegel abnehmen und das Innere ändern, richtig? Das ist wahr, aber es gab kein Zeichen, dass er überhaupt im Pausenraum war. Einen Moment mal, sagtest du Aluminium? Hajime, könnte es sein? If so, then there's no mistake. Nagito definitely swapped the contents of one of the fire grenades. Wenn das so ist, gibt's keinen Fehler. Nagito hat definitiv die Inhalte von den Feuergranaten getauscht. Seriously? That's impossible. Miss Sonia just said so right now. Sonia's words are proof. Achso. Das ist unmöglich. Miss Sonia hat das gerade gesagt. Ja, gut. Sonias Worte sind der Beweis, dass das Gift mit einem der Behältnisse der Feuergranaten ausgetauscht wurde. Hä? Sonjas Worte enthalten einen Hinweis, der Beweis, dass es getauscht wurde, und das ist natürlich das Teil von blauem Papier. I can prove it with this. Take a look. We found this under Nagito's bed when we were investigating his cottage. Seht euch das an. Das haben wir unter Nagitos Bett gefunden, als wir seine Hütte untersucht haben. That's just a piece of trash. Hä? Das ist doch nur ein Stück Müll. No, that is not just a piece of trash.
Nein, das ist nicht nur ein Stück Müll. Das Siegel, das ich auf den Feuergranaten gesehen habe, ist dasselbe. Es ist dasselbe Aluminium. Du hast das Aluminiumsiegel unter Nagitos Bett gefunden? Da gibt's noch mehr. Das ist nicht das Einzige, was wir in Nagitos Zimmer gefunden haben. He also found a gas mask and gloves under his bed too. Wir haben auch eine Gasmaske und Handschuhe unter seinem Bett gefunden. Did he use those when he put the poison inside the fire grenade? Hat er die benutzt, als er das Gas in die Feuergranaten gepackt hat? It's a dangerous poison after all. He took extreme caution when swapping them. Ist immer noch ein gefährliches Gift. Er war sehr vorsichtig, als er es gewechselt hat. So, what's the issue? Also, was ist das Problem? Nagito put the poison in the grenade canister, brought it with him, breathed it in and died, right? Nagito hat das Gift in den Granatenbehälter gebracht, es mit sich genommen, eingeatmet und ist gestorben, richtig? So in the end, he still fucking committed suicide. Enough already! Also am Ende hat er verfickt nochmal Suizid begangen, es ist jetzt endlich genug. Du hast recht. If the canister wasn't thrown away, then it just means that there wasn't an accomplice after all. Wenn der Kanister nicht weggeworfen wurde, dann bedeutet das, dass es keinen Komplizen gab. See, I told you. The conclusion is still the same. Nagito committed suicide. End of story. Leute, ernsthaft. Seht ihr, ich hab's euch doch gesagt. Das Ergebnis ist, Nagito Suizid begangen hat. Ich hab's euch doch gesagt. Ende der Geschichte. I admit that there wasn't an accomplice. That was just my misunderstanding. Ich gebe zu, dass es keinen Komplizen gab. Das war einfach nur ein Missverständnis. You're right. Du hast recht. In actuality, the truth is even more horrifying. Um genau zu sein, ist die Wahrheit noch viel grausamer. What did you say? Was hast du gesagt? Hey, what are you planning to say now? Hey, was planst du jetzt zu sagen? What the hell? Do you still want to keep going? Was zur Hölle willst du immer noch weitermachen? Is this not settled? There is no denying that Nagito's death was a suicide. Ist das immer noch nicht fertig? Man kann doch nicht abschreiten, dass Nagitos Tod ein Suizid war. No, it's not. Nein, es ist nicht. Chiaki? Chiaki? Sorry, but I just realized it. Es tut mir leid, aber ich hab's gerade erst realisiert. Realized what? Was realisiert? We know Nagito used the grenade canister to store the poison. Wir wussten, dass Nagito den Granatenbehälter benutzt hat, um das Gift zu lagern. So when was it deployed in the warehouse? When did Nagito breathe in the poison? Also wann wurde es dann im Warenhaus abgelagert? Wann hat Nagito das Gift eingeatmet? When I thought along those lines, that's when I realized it. Als ich mir das gedacht habe, habe ich es bemerkt. Die erschreckende Wahrheit? Es ist wahrscheinlich zur selben Zeit passiert. Der Moment, wo die Feuergranaten hingebracht wurden und der Moment, wo Nagito das Gift eingeatmet haben, waren derselbe? Könnte es dieser Moment sein? Wenn wir alle die Feuergranaten geworfen haben. Are you saying it was when we all threw the fire grenades? Willst du sagen, es war, als wir alle die Feuergranaten geworfen haben? Yeah, I think so. Ja, das denke ich. When we all threw the grenades to put out the fire in the warehouse. Als wir alle die Granaten geworfen haben. Um das Feuer im Warenhaus auszumachen. The poison was deployed, and it converted to poison gas and killed Nagito. Wurde das Gift verteilt und dann wurde das Gift in Gas umgewandelt und hat Nagito getötet. If that is true, then the person who brought the poison and spread it was. Wenn das wahr ist, dann ist die Person, die das Gift gebracht hat. Und verteilt hat einer von uns.
Was zur Hölle? One of us threw the poison grenade that killed Nagito? Einer von uns war derjenige, der die Giftgranate geworfen hat, um Nagito zu töten. Hold on a sec. The Nagito was... Einen Moment mal. Dann wurde Nagito... He didn't kill himself. Das würde bedeuten, dass er sich nicht selbst getötet hat. Was zur Hölle? You said so yourself. You said Nagito committed suicide. Aber du hast doch selbst gesagt. Du sagtest, Nagito hat Selbstmord begangen. Then who killed Nagito? Dann, wer hat Nagito getötet? Who's the actual killer, right? Du meinst, wer der wirkliche Mörder ist, richtig? Do you know? Weißt du's? Who prepared the poison fire grenade that killed Nagito? Wer hat die Giftgranate, die vergiftete Feuergranate vorbereitet, die Nagito getötet hat? Hä?